Ich stehe hier in Würzburg vor dem Kaufhaus Woolworth am Barbarossaplatz, daher auch der Radau im Hintergrund. Vor 2 Jahren hat sich hier ein völlig unnötiges Blutbad ereignet, als am 25. Juni 2021 der somalische Flüchtling Abdirahman Jibrail A. wahllos auf Menschen mit einem Messer einstach. Dabei starben 3 Frauen, 5 Menschen wurden lebensgefährlich verletzt, darunter ein 15-jähriger Junge und ein 11-jähriges Mädchen, und etliche weitere Personen trugen Verletzungen davon. Ein weiterer Schlag in die Gesichter der Familien der Opfer kam etwa ein Jahr später, als Richter Thomas Schuster am Landgericht Würzburg verkündete, der Täter sei zum Tatzeitpunkt psychisch krank und daher schuldunfähig gewesen. Auch von einem islamischen Hintergrund war keine Rede, obwohl mehrere Zeugen angegeben haben, er habe 2-mal Allahu Akbar gerufen. Außerdem hat er bei seiner Festnahme bei der Polizei angegeben, er habe durch diese Tat seinen Dschihad verwirklicht. Was das Ganze noch bedrückender macht, ist die Tatsache, dass das Blutbad völlig vermeidbar gewesen wäre, wenn Politik und Justiz ihren Auftrag vernünftig ausgeführt hätten. Abdirahman Jibrail A. reiste über zahllose sichere Drittstaaten 2015 nach Deutschland ein. Sein Asylantrag wurde zwar abgelehnt, aber er blieb dennoch unter subsidiären Schutz. Schon bald nach seiner Einreise kam es zu einer Messerstecherei über die Verwendung eines Kühlschranks. Er ist auch sonst mehrfach auffällig geworden. Noch ein halbes Jahr vor seiner Bluttat hatte er mehrere Menschen mit einem Messer bedroht. Laut Zeugenaussagen soll er auch schon in Somalia für die islamische Miliz Al-Shabaab Zivilisten, Polizisten und Journalisten getötet haben. Aber immer wieder wurden die Verfahren eingestellt oder Ermittlungen gar nicht erst eingeleitet. Und interessanterweise wurde dem angeblich Schuldunfähigen vor dem Massaker hier am Barbarossaplatz mehrfach attestiert, dass von ihm keine Gefahr für sich oder andere ausgehe und dass nicht einmal eine behördliche Betreuung angemessen sei. Was wurde eigentlich unternommen? Nun ja, Sozialarbeiter haben in den Monaten vor seiner Tat 12-mal versucht, mit ihm Kontakt aufzunehmen, aber er war nie erreichbar und zurückgerufen hat er auch nicht, bis es dann zu spät war. Wir gedenken heute also der Toten vom 25. Juni 2021, der damals 25-jährigen Stefanie W., der erst wenige Monate vorher aus Brasilien eingereisten Lehrerin Christiane H., die sich schützend vor ihre Tochter stellte, und der Rentnerin Johanna H., die den Täter von einem Kind ablenkte und das mit ihrem Leben bezahlte. Und unsere Gedanken sind natürlich auch bei ihren Familien, bei denen dieser Jahrestag die Wunden sicher wieder aufreißt. In Goethes Faust heißt es: Bedenk es wohl, wir werden es nicht vergessen. Vielen Dank.